Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Da Grounded ja jetzt endlich abgeschlossen ist, würde ich gerne was Neues beginnen. Und da kommt Dredge auf den Plan. Ein Einzelspieler-Spiel, das, keine Ahnung, irgendwas mit Fischen zu tun hat und wahrscheinlich auch eine Story hat. Ich habe es mal kurz gestartet, um zu gucken, ob alles läuft, ob die Sounds und so alle funktionieren, ob alles eingestellt ist. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Freunde mehr. Und ich hoffe, wir haben etwas Schönes entdeckt. Spielt es mindestens alle. Ich weiß aber nicht, ob es was für mich ist. Aber ich bin gespannt. Stellenausschreiben. Angler gesucht. Und die Vertonung. Hört sich irgendwie nicht so an, als ob die Vertonung hätten. Okay, also wir sind im Nebel gekommen und ja, sind gesunken. Ist bei einem Schiffbruch erlitten. Ah, verdammt. Das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo dich in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Man hat das noch dahin geschafft. Ein kleiner Mann bellt eine Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade vom Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Die machen nur lauter. Willkommen in Großmark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal, ich freue mich, dass du unser neuer Fischer, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken, mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Sonne zugefügt. Und zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Okay. Also das ist dann unsere, ich sag mal, Base. Alles klar. Tag, Woche, Uhrzeit. Aha. Ich denke mal, das ist hier so Nacht- und Tag-Anzeige. Einen Kompass haben wir auch. Okay. Ja, dann legen wir mal ab, wa? Ich guck mal kurz auf Tab noch. Fangbare Fischarten wissen wir nicht. Fanggeschwindigkeit, Küstennähe. Scheinwerfer. Okay, wir haben einen seltsamen Motor eingebaut und maßgefertigte Angelroute dabei. Das ist dann wahrscheinlich unser Space, in dem wir was reinpacken können. Kajüte? Mission. Ein neuer Anfang. Ein Neuanfang. Ach, sorry. Fange Fisch für den Tag. Ich habe den Bürgermeister von Großmark kennengelernt. Er hat mich rausgeschickt, um ein paar Fische zu fangen, um mich umzusehen. Schön hier. Er hat mich allerdings gewarnt, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein muss. Irgendwas wegen des Nebels klang ein bisschen dramatisch. Aufgabe, bring Fisch für Bürgermeister. Klar. Ja, X. E. Ah, okay, das ist umschalten. Kann ich hier raus? Please? Fahr vorwärts mit W. S, rückwärts. Okay, also halt ganz normale Steuerung. Drehe die Kamera mit A, B, 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 B. Das verstehen wir auch. Hier ist ein Fischschwarm. Aufgewühltes Wasser, Bestand hoch. F. Ah. Okay, okay. Man muss nur einmal drücken. Ich habe eine Makrele gefangen, die packen wir hier rein. Gucken wir nochmal. Zack. Noch eine Makrele. Nehmen wir noch mehr mit. Okay. Ups. Und noch eine Makrele. Okay, das ist anscheinend Makrelenschwarm. Den rotten wir mal aus. Ich bin immer gewohnt, dass... Also die meisten Spiele sind nicht so pünktlich. Deshalb drücke ich meistens immer ein bisschen zu früh. Erschöpft. Dieser ist erschöpft. Wir haben... Das war ein kleiner Schwarm mit 5 Makrelen. Gut, wir gehen. Da sind noch mehr Schwärme. Sieht man irgendwie... Nee, ne? Man sieht nicht, was das sind.
Die sehen ja alle gleich aus. Die sehen anders aus. Das sind kleinere da hinten. Die Zeit läuft nur weiter, wenn du in Bewegung bist, fischt oder eine bestimmte Aktion ausführst. Okay. Fischen. 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 Ah, Kabeljau. Cool. Oh, der ist eckig. Ich den drehen ja nice. Ups. Noch ein Kabeljau. Jo. Noch ein Kabeljau. Machen wir hier in die Ecke. Gut. Da geht aber schnell rum. Unfair. Moment, da war der Fisch war. Erstmal hier schön in der Nähe bleiben, alles abfrühstücken. Aufgewühltes Wasser, Flachwasser. Du hast nicht die richtige Ausrüstung, okay. Das sind auch unterschiedlich, das sind so Schollen. Geh nochmal dahin. Da müssen wir schon fast wieder zurück. Ah, da hinten ist noch ein Hafen, cool. Okay, das könnte definitiv was für mich sein. Ich habe voll Spaß an solchen Spielen. Aufgewühltes Wasserbestand, Hochküsten. Bestimmt wieder Makrelen. Ja. Holen wir uns die Makrelen noch, dann ist der Tag fast rum. Ah. Ah, Moment, ich lass mal kurz meinen Hund rein. Auch wenn die Zeit weiterläuft. Ja? Ah, nee, tut sie nicht. Nur wenn das Spiel läuft, okay. So, erschöpft. Dann rechts würde ich noch... Mikro, geh mal aus dem Weg. Dankeschön. Den Schwarm rechts würde ich mir gerne noch holen. Oder nee, den da will ich noch. Ich soll zurück. Ich gehe lieber zurück. Wähle einen Scheinwerfer, den du E drückst. Den Nebelhorn, lautes Horn macht auf dich aufmerksam. Scheinwerfer. Irgendwie funktioniert das nicht. Ah, okay, ja, ja. Hier bin ich in Panik. Ich bin im Panikmodus, okay. Nebel und andere können deine Panik steigern. Reduzieren ist dieser. Und ausreichend Schlaf, okay. Ja, dann legen wir mal an. F drücken, okay. So. Du gehst in Großmark an Land. Der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gerne dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt. Also gebe ich dir ein Darlehen, doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen. Und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert, ja, immerhin. Also, um es immer noch kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung zu einnehmen. Okay. Für wo kann ich den Fisch verkaufen? Unser örtlicher Fischhändler wird dir gerne alles abkaufen, was du fängst. Er hat rund um die Uhr geöffnet. Also los jetzt. Verkauf deinen Fisch, solange er frisch ist. Machen wir. Guten Tag. Betrittst eine schäbige Hütte am Rand des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch vom Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter den Tresen steht. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist denn mit dem anderen passiert? Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal abbezahlst. Also, lass mal sehen, was du da hast. Wir haben 3 Kabeljaus. F. Okay. Zustand verdorben. Willst du mich verarschen? Die erste Mal. Die sind schon 2 verdorben. Sauerei. Dass er mir dafür kaum Geld gibt, ist klar. Weil die richtigen auch nicht mehr kosten. So. So. Cool.
War alles, ne? Zurück in die Stadt. Schulden habe ich nur $1. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß damit was anzufangen. Warum nimmst du es nicht? Forschungsteil. Ein seltsam aussehendes Ding könnte zur Entwicklung neuer Ausrüstung dienen. Müsste aber zuerst am Dock erforscht werden. Okay. Nehmen wir. Oh, noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. Machen wir. Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch, wendet sich dann aber wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jeder dieser Arbeiten benötigt Zeit. Sollte es Schäden am Boot geben wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann diese wieder flicken. Meistens. Was für ein roter Strahl hinten. Sie zuckt mit den Schultern, weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, wo sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um und bedenk daran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau, also plane sorgfältig. Was haben wir hier? Schwerte Leine, Fischart Flachwasser, das ist hier Küstennähe, okay. Also die bräuchten wir hinterher für den Schwarm, den wir vorhin gefunden haben. Das ist eine einfache, auch für Flachwasser, okay. Könnte ich mir kaufen, das würde ich auch mal machen. Nee, Moment, hä? Ich will das hier reinlegen. Ah, oh mein Gott. Ja, war doof, sorry. Gut, mehr habe ich sowieso nicht an Kohle. Rückzahlung, Schiffsdarlehen. Ja, dann würden wir ausruhen, ne? Forschung. Nicht irgendwas Sinnvolles erforschen, ein Forschungsteil. Fischart Mangroven, Küstennähe. Kanisch, Flachwasser. Ist für alle. Apysolate, oh mein Gott. Ozeanische, hydraulische Angelroute, flexible Angelroute. Du redest zu einem möglichst flexible Angelstil. Okay, die wäre für beide Seiten was. Ich würde sagen, wir nehmen die. Ich glaube, ich brauche noch zwei, ne? Ja. Toren, Körbe, Netze. Okay. Das gucken wir uns später alles an. Erstmal schlafen wir. Morgengrauen. Okay. Und wir legen ab. Die dummen. Dann gehen wir mal hier zu denen. Können wir jetzt abfischen. Was ist das? Bezieren. Eine treibende Boje. Sie soll einen sicheren Weg durch gefährliche Klippen und unsichtbare Hindernisse weisen. Das schwache Licht schickt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Aha. Ja, gut. Wow. Okay, Fischen. Flachwasser, Mittel. Komm. Eine Golfflunder. Was Goldflunder sagen? Packe ich mir hier hin. Noch eine. Eine können wir noch. So. Und ich könnte die hier hin machen, dann kann ich noch eine fangen. Noch eine? Ah ne, okay, ist sowieso schon erschöpft. X. Wird da noch gerne hin. Kann ich hier zwischen? Ah, cool. Mit den hier noch holen. Ah, okay. Das ist Schatten der Tiefe. X. Dann hole ich mir die da hin. Obwohl, die sind wahrscheinlich auch nicht in Küstennähe, oder? Sind doch wahrscheinlich ozeanisch. Ah, nee, Küstennähe, okay. Ah, Kabeljau. Jo, Kabeljau. Einen hier hin. Und jeweils hier können wir noch einen hinmachen. Und einen hier hin. So, das war's. Zurück. Okay. Ja. Komm ich mir die hier nicht. Das ist Schrott, ne? Okay.
dann macht Sinn. Da hinten ist auch voll viel los, aber wir verkaufen erstmal den Fang, bevor es wieder soweit ist und wir nicht keinen frischen Fang mehr haben. Hier, die sind neu, ne? Ja, Makrelen kriegen wir noch eine rein. Eine Makrele kriegen wir. Kann ich ja nicht wegtun, das heißt, es geht weiter. Oh, nur eine? Okay. Ich glaube, der Schwarm verschwindet dann, es war nicht nur eine. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich würde gerne meinen Fang verkaufen, bevor er wieder verdirbt. Please, kauf mir Fang ab. Ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen. Wenn du sie erfüllst, kann ich dich besser als sonst bezahlen. Erzähl mir von der Bestellung. Der Kunde will eine Golfflunder und einen grauen Aal. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Zu Fang brauchst du eine Angelausrüstung für Flachwasser. Ja, die haben wir schon. Hast du schon einen Fisch für diese Bestellung? Ja. Lass einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis, bis alles fertig ist. Gut, hier eine Flunder. Und den Aal habe ich noch nicht. So, dann komm zurück, wenn du alles hast. Und jetzt können wir zum Tagesgeschäft kommen. Also auf jeden Fall, solltest du die Jagd besonders... deine Enzyklopädie dafür finden. Ah, okay, cool. Das ist gut. Enzyklopädien sind immer gut. Kann er mir die... Okay. Ist er nämlich nur frisch. Ah, cool, ich kann gleich alles verkaufen. Nice. So, 17 Dollar Schulden haben wir noch. Habe ich Geld? Ich habe ein bisschen Geld. Ah, da sehe ich mein Geld, okay. Ah, rostiger Motor, Außenborder. Rostiger Motor, Außenborder, seltsamer Motor. Einsatzfähig, 2 Stunden lang, aber rostiger alter Motor, damit du kommst du nicht weit. Jemand hat sich nur zu schaffen gemacht, dann scheint er leistungsfähiger zu sein, okay. Keine Fischernetze, bessere Glühbirnen hätten wir auch. Trübe Linse, gesprungene Glühbirne. Würde ich mir mal kaufen. Dankeschön. Mehr Kohle haben wir nicht, also zurück zur Stadt. Mein Lager, kann ich da irgendwie... Nee, das macht keinen Sinn. Gut. Ich würde sagen, wir schlafen eine Runde, weil ablegen können wir jetzt auch nicht mehr. Ja, wir schlafen weiter. Schlafen bis zum Morgengrauen. Was ist das hier? Eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Leuchtturmwärterin. Was willst du hier? Ich will mir die Gegend ansehen. Ich wollte Menschen erkennen. Ich bin gekommen, um zu fischen. Deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen. Also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Sie dreht sich um und schlurft wieder den Pfad hinauf, der zum Leuchtturm führt. Cool, nette Frau. Bürgermeister. Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten, Richtung Kleinmark? Könntest du den Deckarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen? Okay, kann ich machen. Bürgermeister gibt dir ein kleines, feuchtes, zusammengeschnittenes Paket. Es tropft ein wenig. Dockarbeiter wird dich bei Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich, ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Jo. Ciao. Ablegen. So. Nach Osten, hat er gesagt. East. Okay, das ist einfach da hinten. Gut. Easy going. Können wir die zwei Schwärme, genau. Können wir die 2 Schwärme da noch mitnehmen? Und dann legen wir da an. Oh, mal aus. Dass ich die Fische verscheuche. Das sind Makrelen, oder? Also das, nee, das sind die großen, die Kabeljaus, ne? Das ist Makrele, genau. Ist gut, dass man das schon sehen kann. Eine Makrele. 2 Makrele. 3 Makrele. 4 Makrele. 5 Makrele. Und Ende. Ciao. Ja, die Fischschwärme verlieren sich dann. Okay, da hier vorne würde ich gleich mal gucken, aber erstmal hier. Das sind die Kabeljaus, glaube ich. Jo. Kabeljau, ja. Huch. Einer kann hier hin. Einer kann auf jeden Fall da hin. So.
kann ich noch einen hier oben hin machen. Oder hier hin und könnte da noch hier hin packen. Okay, so. Das Paket. Hier, dann kann ich hier noch ein Kabeljau machen. So. Ja, wir sind voll. Wir sind voll. Dann legen wir da mal an. Da sind Flundern. Günther, Günther. Guten Tag. Dockarbeiter. Ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Paket von deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, schön frisch eignet sich bestens. Und ich soll dich jetzt wohl bezahlen, was? Gib dir ein wenig Geld. Oh, $25, okay. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen, konnte damit aber nichts anfangen. Hier wird sie sicher mehr nützen. Nachhaltiges Fischen der Kajüte hinzugefügt, okay. Er zieht ein zerknautschtes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Bewahre es in der Kajüte auf, vielleicht kannst du es auf der See lesen. Guck gern nochmal zum Plaudern hierher, ich weiß, wie einsam das sein kann. Cool. Händler? Tritt ein hell erleuchtetes Geschäft. Es ist vollgestopft mit Antiquitäten und in den Regalen lagern Schmuckstücke und anderer Tant. Was ist ein Tant? Ein alter Mann sieht dich über den Rand seiner Brille hinweg an. Hallo? Ist das... Nein. Wir haben uns wohl noch nicht kennengelernt. Verzeih mir, meine Augen sind nicht mehr die besten. Ich habe mich auf Antiquitäten und Schmuck spezialisiert. Ich kaufe alle besonderen Schmuckstücke, die du mir bringst. Hast du heute vielleicht etwas Schönes für mich? Fisch für dich. Aber den willst du nicht. Tja, Pech gehabt. Cool. Ja, ich würde sagen, das war erstmal die erste Folge. Macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr könnt mir Tipps da lassen. Nur keine Spoiler bitte. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.